Okay, wir haben Ton. So, wir haben uns jetzt hier beim letzten Mal mittels Audiomanipulation erschlichen, dass wir die Wölfe sehen dürfen. Huhu. Sie trägt eine Marke. Alle Zuwürfe tragen eine. Ah, dieser Satz, den müssen wir uns nochmal anhören. Sie trägt eine Marke. Alle Zuwürfe tragen eine. Vor allen Dingen, wer sagt das? Der Wärter da ja nicht. Der ist viel jünger und der hat eine komplett andere Stimme. Ich weiß nicht, warum hier dauernd andere Sprecher sind. Skera, was ist das für eine schlampige Arbeit? Aber sie ist großartig schlampig. Oder schlampig auf eine großartige Art. Man weiß es nicht. Lass uns das. Hörn's damit auf, sofort! Er ist ja voll Psycho. Entschuldigung. Das hätten Sie nicht da dürfen, Mr. Knight. Sie sah so zahm aus. Wie ein Hund. Ein Wolf ist kein Hund, Mr. Knight. Entschuldigung. Wirklich. Ja, schon gut. Ist ja nichts passiert. Sind Sie jetzt fertig? Ja, danke. Ich werde bei Klingmann ein gutes Wort für Sie einlegen. Wunderbar. Okay. So, wartet mal kurz. Ich will mal eben hier. Oh Gott, diese Zugeräusche, ne? Ich guck mal eben. Wir könnten ja. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Nicht, dass ich hier noch im Energiesparmodus unterwegs bin, weil ich habe eigentlich keine Einstellungen geändert seit dem letzten Gabriel Knight Stream und da lief ja alles hervorragend. Nö, ist auch korrekt eingestellt. Naja. Hauptsache, ihr habt keine allzu dollen Ruckler drin. Es ist ja zum Glück auch kein hochauflösendes Spiel. So, also, wir wissen jetzt, dass alle Zoowölfe trocken eine Marke haben. Und wir haben jetzt. Ah, nee. Nee, falsch. So. Und wir haben jetzt Wolfshaar. Damit können wir wieder zu diesem Typen. Haare von Margarite. Grau. Okay. Damit können wir also zu diesem Zoologen halt fahren. An der Uni. Hallo, Mr. Knight. Wie Hi. glücklich er aussieht. Können Sie das Haar analysieren? Mal sehen. Was für Haar ist das eigentlich? Ich hatte gehofft, Sie könnten mir das sagen. Möglicherweise, ja. Hund, würde ich sagen. Grau? Die Spitzen sind dünner, was auf einen dichten Unterpelz hinweist. Können Sie die Rasse identifizieren? Moment mal. Es ist kein Hundehaar. Ach. Sieht aus wie Wolf. Aha. Aha, das ist es. Canis lupus lupus, ein europäischer Wolf. Super, danke. Keine Ursache. Ja, danke schön. So weit waren wir schon. Nu? Sieht Jagdschein. aus wie eine Quittung.
Auf der Rückseite hat sie etwas durchgeschrieben. Aber ich kann es nicht entziffern. Dafür brauchen wir den Spiegel. Dann fahren wir nach Hause. Okay, danke. Mhm. Wiedersehen. Mhm. Die U-Bahn in Silent Hill 3 macht genau die gleichen Geräusche. So, jetzt geht's wieder komplett in die Knie. Also das Lustige ist, mein Upload wechselt zwischen 500 Kilobit und 3500. Immer wieder. Jetzt ist er gerade relativ konstant bei 2600. Naja, mal sehen. Wie gesagt, ne, wenn es zu doll ruckelt, jetzt sind wir bei 1700, ist es zum Heulen. Dann schreit. So, also rein mit uns. Oh ne, falsch. Das Schlimme ist, ich klicke immer auf das Fenster in OBS und das bringt mir natürlich alles überhaupt nichts. Denn, wir müssen ja hier hin. So. Die Königlich Bayerische Hofjagdloge, Dienerstraße 54. So, und damit haben wir einen neuen Hinweis auf eine Adresse. Und ziehen erstmal wieder unsere Jacke an. Gabriel Knight überlässt nichts dem Zufall. Ich hatte auf einen Mercedes. Ach, ich vergesse immer, dass er nicht fahren kann, ohne dass wir vorher den Schlüssel anklicken. Hallo? Du darfst damit auch fahren. Nee, will er nicht. Okay, wo ist diese Straße, von der er gesprochen hat? Martin, sag mal kurz, du weißt das doch bestimmt. Ich will jetzt nicht einfach sinnlos alle Plätze abfahren. Merci, das reicht mir. Barenplatz. Ne, die will uns. Das ist, glaube ich, am anderen Ende, wenn man um die Ecke geht, ne? So. Warum ist er so langsam? Nein. Wobei sie das mit der Kulisse schon hübsch gemacht haben. So ist es ja nicht. Genau, hier konnten wir vorher nichts machen. Jetzt schon. Dienerstraße 54. Ja, klopf halt. Verzeihen Sie bitte, aber das ist hier ein privater Club. Guten Tag. Wie geht's? Ach, das noch. Wissen Sie, Sie befinden sich hier auf einem Privatgelände. Das ist doch hier die Königlich Bayerische Hofjagdloge, oder nicht? Das ist richtig. Kann ich Ihnen behilflich sein?
Oh Gott, Siegbert Schnösel. Und, was treiben denn hier so alle? Wenn Sie das nicht wissen, dann sind Sie hier am falschen Platz. Guten Tag. Ist egal. Gut, dann gehen Sie bitte. Das habe ich ja großartig gemacht. Hallo, ich bin's nochmal. Hallo. Sie schon wieder. Was wünschen Sie nun? Kennen Sie Herrn Dr. Klingmann? Ich spreche nicht darüber, wen ich kenne oder nicht. Die Privatsphäre wird unter allen Umständen gewahrt. Moment, aber wir haben doch was dabei. Kann ich ihm nichts geben? Nee. Ist egal. Gut, dann gehen Sie bitte. Ja, Upload springt gerade zwischen 0 und 3000 hin und her. Es ist großartig, wirklich. Ja. Ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Tut mir leid, dass ihr das ertragen müsst. Okay, so, was mache ich denn jetzt hier? Also was habe ich davon, mit dem jetzt über die Loge gesprochen zu haben? Wahrscheinlich nichts. Wir kommen ja irgendwie nicht weiter. Dann würde ich sagen, wir reden jetzt nochmal mit dem Zoodirektor. Einfach, weil ich nicht weiß, was wir sonst machen sollen. Ja, da waren wir letztes Mal schon. Mehrmals. Oder meinst du, der könnte uns was über... Du hast recht, vielleicht kennt er die Loge. Die ist ja bei dem um die Ecke. Da hast du absolut recht. Wir gehen eben nochmal zu dem, bevor wir komplett woanders hinfahren. Ihr denkt mit, das ist gut. Außerdem freuen er und seine krasse Sekretärin sich ja immer nehmen so. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Wenn wir da sind. Wie geht's denn so? Ich glaube nicht, dass Harry mehr ausholen könnte als ich. Jagdschein. Was ist ein Jagdschein? Jagdschein. Wozu braucht man hier einen Jagdschein? Ja. Jagdschein. So heißt in Deutschland die Lizenz zum Tiere töten, als Sport. Sie meinen jagen?
Eine Jagderlaubnis. Tja, genau das ist es. Was will denn ein Zooangestellter mit einer Jagderlaubnis? Gute Frage, nächste Frage. Haben Sie jemals von der königlich-bayerischen Hofjagdloge gehört? Königlich-bayerische Hofjagdloge? Nein, hört sich an wie ein Jagdsportverein. Was genau könnte hinter dem Namen stecken? Oh, ich kann Ihnen auch nicht mehr sagen, als der Name hergibt. Jagdsportverein, hä? Donnerwetter. Ja, so besonders ist es jetzt auch wieder nicht, gerade nicht in Bayern. Okay, das war nicht sehr nützlich. Ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also, genießen Sie den Aufenthalt. Warum wird immer so traurige Musik gespielt, wenn man beim Anwalt wieder geht? Klingmanns Büro ist verschlossen. Ja, warum ist... Ach ja, der ist ja nicht da. Vielen Dank. Ich habe heute genug von Wölfen. Danke. Ach, Gabriel, stell dich doch nicht so an. Canis lupus lupus. Europäischer Wolf. Ja, okay. Das hatten wir schon. Ich würde wirklich gern mal einen genauen Blick auf diese Wölfe werfen. Tja, das was... bin ich, Gabriel Knight. Ja, das weiß ich. Tja, was nun? Wer könnte uns da noch zu Auskunft geben? Oder wie kommen wir bei diesen komischen Leuten rein? Ich glaube, mich zu erinnern, dass uns einer von den eines der Mitglieder mit reinnimmt. Also, dass wir uns nicht reinschleichen müssen, sondern dass wir eingeladen werden, an einem Treffen teilzunehmen. Gibt es ein Aufgabenbuch? Das ist eine kluge Sache, ich glaube aber nicht. Tipp. Blinkende Auswahl nicht erledigte Aufgaben im Kapitel. Du liebe Zeit. Ja, dann gehen wir nochmal hier hin. Vielleicht weiß ja unser Gastgeber mehr. Wenn wir ihn finden, heißt es. Ich denke nicht, dass mich die Hubers in ihrem Schlafzimmer haben wollen. Die Hubers sollen sich halt nicht so anstellen. Hier ist auch kein Herr Huber. Was sind das für Leute, die uns hier, die komplett Fremde so allein in ihrem Haus lassen? Ich verstehe das nicht. Dieses Waldstück zieht sich. Na gut.
Okay, an der Uni gibt's noch Sachen, die zu erledigen sind. Dann fahren wir an die Uni. Das ergibt jetzt meiner Meinung nach zwar am wenigsten Sinn, hallo, aber... Mr. Knight. Aber er freut sich immer so, wenn er uns sieht. Ich muss ihm zeigen, was ich habe. Show me what you've got. Ich glaube nicht, dass ich Michael brauche, um das zu analysieren. Ach, dann nicht. Ich glaube nicht, dass ich... Ich glaube nicht, dass ich Michael brauche, um das zu analysieren. Na gut. Okay, danke. Wiedersehen. Vielleicht können wir jetzt was bei der Trulla hier kaufen. Ich glaube, sie spricht kaum Englisch. Macht nichts, sie verspricht die Sprache. Sie spricht die Straße der Sprache, nicht Straße, der D-Mark. Ich bin im Moment nicht in der Stimmung für Fleisch. Na gut. Kuckucksuhren. Vielleicht später. Ich würde ja eine kaufen, aber ich vertrage einfach nichts am Handgelenk. Das hatten wir auch alles schon. Das ist ein Buchladen, glaube ich. Ein Haufen Nietzsche und Kant. Genau, die Deutschen lesen ja nichts anderes, wie wir wissen. Ich würde es ja sofort versuchen, aber ich spreche die Sprache nicht. Außerdem spricht kein Deutscher Englisch, glaube ich. Was soll ich denn wegschicken? Weiß ich nicht. Hallo. Sie schon wieder. Was wünschen Sie nun? Gewerbe der Tierpräparatur. Nee, dann schmeißt er uns wieder raus, oder? Fragen wir es trotzdem. Ach komm, wir fragen das trotzdem. Sie sind nicht zufälligerweise Tierpräparator. Nein. Ich bin ambitionierter Jäger. Nein, bin ich nicht. Mein Name ist Gabriel Knight. Ich bin ein begeisterter Jäger. Ich habe Ihren Namen von einem Freund. Wirklich? Erzählen Sie mir mehr. Ja, also ich und die Jungs daheim, wir schießen immer so Viecher. Und
Ich dachte, ich schau mal rein, wo ich doch gerade da bin. Tja, ich bin gerührt, aber ich muss Ihnen mitteilen, dass Sie sich irren. Das ist hier ein exklusiver Club. Wir akzeptieren nur Angehörige von prominenten deutschen Familien. Das ist doch gut. Ich stamme aus einer alten deutschen Familie. Sie haben was über die Aufnahmeregeln hier erzählt. Ich bin Mitglied einer prominenten deutschen Familie. Oh, und welche Familie wäre das? Mein Großvater war ein Ritter aus Rittersberg. Ritter? Ich kenne den Namen. Können Sie beweisen, dass Sie ein direkter Nachkomme sind? Mein Wort genügt Ihnen wohl nicht? Nein. Haben Sie Beweise? Moment, haben wir? Was ist das? Über Graus Brief? Ja, das klingt doch gut. Das würde den Karl auch nicht beeindrucken. Nein? Na gut. Hey, nicht spoilen. Ich muss doch erstmal alles ausprobieren. Ich werde nun keine Zeit mehr mit Ihnen verschwenden, Mr. Knight. Guten Tag. Guten Tag. Leute, die guten Tag statt Tschüss sagen, ne? Weiß man da genaueres drüber? Machen Allmanns das? Okay, dann werden wir jetzt wahrscheinlich zurück zum Anwalt latschen müssen. Ist auch gar nicht... Nein, da wollte ich nicht runter. Wobei ich dem Musikanten hier eigentlich ganz gerne zuhöre. Deutsche. Immer in Eile. Oberpopo Eile. Wir könnten mal eben speichern. Ich bin passionierter Schattenjäger. Dudum. Herr Knight, nehmen Sie doch Platz, bitte. Wie geht's denn so? Gabriel, tu nicht so, als wärst du irgendwie voll lange weg gewesen. Familienpapiere. Würden Sie sagen, dass der Ritterstammbaum ehrenwert ist? Tja, absolut. Die Ritters können ihre Wurzeln in der deutschen Geschichte 1000 Jahre zurückverfolgen. Hätten Sie vielleicht einen Wisch, der das beweisen könnte? Ja, wir mussten einen Stammbaum für die Überschreibung anfertigen lassen. Wollen Sie vielleicht eine Kopie? Bitte. Frau Hogel, könnten Sie mir bitte eine Kopie des Stammbaums der Familie Ritter für Herrn Knight machen? Schönen Dank. Es wird etwas dauern, bis wir die Akte gefunden haben. Würden Sie bitte etwas später wiederkommen? Geht klar. Ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also, genießen Sie den Aufenthalt. Hm.
Kann ich direkt wieder rein? Reicht das? Wir testen das. Wenn nicht, müssen wir irgendwie Zeit totschlagen und ich weiß nicht genau, womit. Ah, Herr Knight, nehmen Sie doch Platz, bitte. Wie geht's denn so? Es wird etwas dauern, bis wir die Akte gefunden haben. Würden Sie bitte etwas später wiederkommen? Mist! Geht klar. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also, genießen Sie den Aufenthalt. Tja. Vielleicht später. Ich habe im Augenblick wichtigere Dinge im Kopf. Nein, hast du nicht. Du musst gerade Zeit totschlagen. Du hast überhaupt nichts Wichtiges zu tun. Tja, was machen wir denn jetzt? Vielleicht müssen wir auch einfach nur irgendwo anders hinfahren und dann wiederkommen. Oder wir müssen erst irgendwas triggern. Das weiß man natürlich nicht. Die Hubers haben es hier richtig hübsch. Vielleicht ein bisschen zu rustikal für meinen Geschmack, aber hübsch. Ein Wassertrog. Ja, ist okay. Wenigstens kann man das alles skippen. Ne, das klingt nicht wie die U-Bahn aus Silent Hill 3. Das klingt wie der Kampf gegen Leonard in Silent Hill 3. Klingmanns Büro ist verschlossen. Falls es immer noch nicht reichen sollte, jetzt mit Zeit totschlagen, dann bitte ich euch schon mal nachzuschlagen, was wir denn stattdessen tun können. Herr Knight, nehmen Sie doch Platz, bitte. Wie geht's denn so? Es wird etwas dauern, bis wir die Akte gefunden haben. Würden Sie bitte etwas später wiederkommen? Fakt ist, wir brauchen die Akte und ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich real Zeit totschlagen müssen, im Sinne von 20 Mal den Bildschirm wechseln oder sowas, oder ob wir erst irgendeine andere Aktion triggern müssen, damit er mit dieser Akte fertig ist. Es gibt nirgendwo mehr irgendwas zu tun. Ich. Ja, ich weiß, das bist du, Gabriel Knight. Also ich möchte halt vermeiden, sinnlos herumzulaufen, um Zeit totzuschlagen, wenn sich am Ende rausstellt, das muss ich gar nicht, weil ich ein bestimmtes Ereignis triggern muss. Das wäre doof. Ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also, genießen Sie den Aufenthalt.
Da hat es aber gereicht, ein paar Mal das Bild zu wechseln und so ein bisschen in der Gegend herumzulaufen. Ich weiß nicht, ob das hier was bringt. Also schlagt bitte einmal nach. Ich will jetzt nicht den Tab wechseln, sonst meckert das Internet noch mehr. Habt ihr die gerade lachen gehört? Ja, haha. Ich fahre jetzt nicht zum Prinzregentenplatz. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da war. Nannhofen. Hä? Nee, Nannhofen ist es nicht. Das ist irgendein Ort. Was da drüber? Ach, das Polizeirevier ist da. Es hat im Moment keinen Sinn, dorthin zurückzugehen. Ich kann auch nicht mal versuchen, dort jemanden zu beschwatzen. Aber du bist doch gut im Beschwatzen. Das hat im Vorgänger jedenfalls immer funktioniert. Da hat die Frau wieder komisch gelacht. Guckt jemand von euch gerade oder nicht? Redet mit mir. Hallo, Mr. Knight. Hi. Ich muss ihm zeigen, was ich habe. Okay, danke. Wiedersehen. Okay, dann danke schon mal. Dann müssen wir halt doch rumlaufen. Das ist leider auch so ganz typisch für so alte Adventure, gerade von Sierra, dass die alle so ein Zeit-Totschlag-Element haben. Das ist halt Vollzeitschinderei. Das ist ja jetzt auch kein Rätsel oder so.
Ah, Herr Knight, nehmen Sie doch Platz, bitte. Wie geht's denn so? Es wird etwas dauern, bis wir die Akte gefunden haben. Dein Ernst? Geh's mir auf den Keks. Wie lange muss ich denn hier noch rumlaufen? Tja. Und sonst so? Ich wüsste gerne, ob der Musikant irgendwann noch mal relevant wird. Hallo. Sie schon wieder. Was wünschen Sie nun? Ich sage Ihnen, ich bin ein Ritter aus Rittersberg. Ich sagte, ich bin ein Ritter aus Rittersberg. Und ich sage Ihnen, ich brauche Beweise. Das kann ich ja sogar verstehen. Ich werde nun keine Zeit mehr mit Ihnen verschwenden, Mr. Knight. Guten Tag. Ach ja. Nee, ich glaube, das kriege ich jetzt von dem Anwalt. Das steht auch in der Lösung, die ich hier gerade offen habe. Aber hier steht, ja, geh da hin, rede mit dem und dann gibt er dir das. Da steht überhaupt nichts dazwischen. Es wird ich weiß einfach nicht, was das soll. So. Ja, ich habe ja nichts mehr, was ich dem geben kann. Also angeblich muss ich in der Universität noch irgendwas machen, aber ich habe nichts. Ich habe dem die Haare gegeben und diesen Pfotenabdruck, den wir in Gips gegossen haben. Und mehr habe ich nicht. Mehr wollte er nicht sehen. Das bin ich. Da. Also angeblich kann ich hier überall noch was machen, aber ich habe keine Ahnung was. Das bin ich. Doch, der Tipp sagt dir, es sind die Orte, wo du noch nicht alles erledigt hast für dieses Kapitel.
Steht da. Okay, ich lese gerade, es muss hier irgendwo auf dem Bauernhof noch ein Haarbüschel geben. Die braucht man vermutlich, um die Blumenkästen. Und das muss man dem Typen an der Uni geben. Der Schlamm trocknet. Der Schlamm trocknet. Ein Wassertrog. Ein Wassertrog. Hm? Der Boden da drüben ist ein bisschen schlammig. Das bin ich. Sag das doch nicht immer, wenn ich einfach nur aus dem Bild rausgehen will. Ah, okay. Ich habe so oft diesen Kack-Waldrand angeklickt und es war immer der falsche Pixel. Jetzt dürfte es wieder etwas Ärger ruckeln. Das tut mir leid. Vielleicht starte ich auch nicht neu, nachdem ich das jetzt gerade geschrieben habe. Aber jetzt scheint es sich wieder bekrabbelt zu haben. Aber gerade war er wieder auf 300 runter und ich weiß nicht. Warum? Naja, jetzt geht's aber wieder. So. Etwas ist hier gewesen. Wir haben jetzt neues Wolfshaar und damit gehen wir zur Uni. Das hat uns doch schon mal weitergeholfen. Ah, hallo, Mr. Knight. Schrei doch nicht so. Ist ja schlimm. Könnten Sie sich diese Haarprobe anschauen? Ja. Ja. Ah, das ist nicht dasselbe wie das andere Haar. Ach nein? Nein, ganz anders. Vielleicht ein Wolf jedoch. Ähnlich wie die andere Probe, aber nicht die gleiche Rasse. Nicht die gleiche Rasse, sind Sie sicher? Augenblick. Es ist definitiv nicht Canis Lupus Lupus. Es passt aber auch zu keiner anderen Wolfsrasse im Buch, leider. Es ist nicht Hundehaar. Also? Was dann? Es könnte, wie erkläre ich's, Mix-up? Mischung?
Sie meinen den Mischling? Mischling? Also, wenn ein Wolf und ein Hund, ja? Genau. Herrje. Ja, vielleicht Mischling, Wolf, Hund, zwei Wolfrassen, ein Wolf und was anderes. Ansonsten bin ich mir nicht sicher. Es ist mehr Wolf als Hund, aber es passt zu keiner Spezies im Buch, verstehen Sie? Ich verstehe, danke. Könnte ein Mischling so groß werden, dass der Pfotenabdruck dazu passt? Klar, Mischlinge können größer als ein Wolf sein. Wenn die andere Spezies groß ist, großer Hund vielleicht. Der Pfotenabdruck sieht nach Wolf aus, aber das bedeutet nicht, dass das ganze Tier nach Wolf aussehen muss. Okay. Ich weiß nicht, was ich ihm noch zeigen könnte. Damit scheinen wir hier alles erledigt zu haben. Juppaidi. Ich muss los. Oh, warten Sie noch einen Moment. Ich sollte Ihnen noch einen Bericht geben zu mitnehmen. Ja. Er fasst meine Eindrücke von den zwei Haarproben und dem Pfotenabdruck zusammen. Ja. Ja. Klasse. Dankeschön. Herzlichen Dank. Viel Glück, Mr. Knight. Das war jetzt aber sehr nett von ihm. So, jetzt blinkt die Universität auch nicht mehr. Ja, das vereinbaren Sie dann mal am besten mit meiner Sekretärin. Gut, ja, danke. Mr. Knight, ich habe die Sachen, die Sie wollten. Oh. Ja, hier. Bitte. Tausend Dank. Kein Problem. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja, irgendwas brauche ich ja immer, aber nein, eigentlich nicht. Ich habe im Augenblick nichts mehr zu sagen. Ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also. Okay, und jetzt laufen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ah. Ich jammer viel, aber eigentlich habe ich Spaß, wirklich, weil dieses Spiel so absurd ist. Alles daran. Hallo. Sie schon wieder. Was wünschen Sie nun? So. Bitte sehr. Verstehe. Ich muss Ihnen gratulieren. Ich hatte ja keine Ahnung. Ihre Familie gehört Schloss Ritter in Rittersberg? Ja. Ja, stimmt. Warum? Verzeihen Sie mein Benehmen. Für einen Amerikaner und einen, wie Sie einer sind. Ich verbeug mich vor Ihrem Stammbaum, Herr Knight. Ja, ja, ist schon in Ordnung, Meister. Und, wann geht's los? Ich bin Xaver, Sir. Und verzeihen Sie, nichts geht los. Der Xaver. Die Papiere sind nur der Anfang. Sie müssen noch von einem Mitglied eingeladen werden. Genau, ich wusste, jemand muss uns einladen. Sie haben mir gesagt, Sie wollen einen Stammbaum. Sie haben ihn. Ich mag es nicht, wenn ich behandelt werde wie die arme Verwandtschaft. Darf ich unterbrechen? Ihr Gespräch war nicht zu überhören. Xaver, was machen Sie mit unserem Gast? Entschuldigen Sie bitte die Störung. Der Amerikaner besteht darauf, mit jemandem zu sprechen. Er ist einer der Ritter aus Rittersberg. Sie gehören zur Familie Ritter? Aus Rittersberg in Bayern? Ja. Was mal Bayern war, jedenfalls.
Es wird immer Bayern bleiben für uns. Darf ich bitte die Papiere sehen? Ach so. Verstehe. Na? Sie müssen mir unbedingt erzählen, wie Sie in Amerika gelandet sind, Herr Ritter. Und von Ihren Jagderlebnissen. Sie sind Jäger, oder? Der Name ist jetzt Knight. Gabriel Knight. Ja, ich jage. Absolut. Sehr gut. Gabriel Knight. Gabriel. Wie der Erzengel. Willkommen. Mein Name ist von Glover. Baron Friedrich von Glover. Herr Baron! Herr Knight hat recht. Unser Verhalten war unangemessen. Das ist hier eine formelle Einladung. Kommen Sie. Ich stelle Sie vor. Jetzt kommt es, hoffe ich. Alles in Ordnung. Mit Abstand. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich will hier nicht darüber sprechen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum wir hier so viel... Meine Herren, darf ich Ihnen vorstellen? Herr Knight. Herr Knight ist begeisterter Jäger aus Amerika. Er wird eine Weile bei uns bleiben als mein Gast. Das gibt uns die Möglichkeit, unsere intellektuellen Fähigkeiten zu vergleichen. Vielleicht können wir was lernen. Ich stelle vor, Herr Knight, das ist Baron von Zell. Herr Dr. Klingmann? Wir kennen uns. Sowas. Die Welt ist klein, was, Doc? Der elegante Herr an der Bar ist Herr von Aigner. Es ist mein Vergnügen, Herr Knight. Neben ihm Herr Hennemann. Guten Abend. Danke, Herr Hennemann. Sie sind ja heute bester Laune. Hennemann ist Politiker. Mit denen muss man immer vorsichtig sein. Sie verstehen das schon. Vergessen Sie mich nicht. Und dies ist natürlich Herr Preis. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Sehr interessant. Herr Knight. Ah. Allein dafür spielen wir das. Allein dafür. Ja, es ist mein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, wir jagen bald alle zusammen. Wie kraftvoll sich das anhört. Doch wir sollten uns nun freudigeren Aktivitäten widmen, wie etwa Bier trinken, nicht wahr, Herr Hennemann? Gute Idee. Wollen Sie? Schenken Sie Herrn Knight ein Bier ein, Hennemann? Oder hätten Sie lieber einen Wein? Bier wäre 1A. Ach, der trinkt sogar Bier. Wunderbar. Es tut mir leid, dass ich unterbrechen muss, Herr Baron. Aber ich muss leider gehen. Bitte, wenn Sie das wünschen, Zell. Ich sollte auch lieber gehen, Baron. Ich muss noch arbeiten. Gute Nacht Ihnen allen. Wie niemand Zeit mit Gabriel verbringen möchte. Ich hätte nicht gedacht, dass einmal der Tag kommt, an dem ich erlebe, wie zwei Deutsche ihr Bier stehen lassen. Sie haben Ihre Verpflichtungen und ich habe meine. Tut mir leid, meine Herren, aber ich habe in wenigen Minuten eine Verpflichtung. Herr Baron, Herr und Meister, eine gute Nacht. Und Herr Knight? Sehr erfreut. Hoch erfreut. Ich muss mich entschuldigen, Herr Knight. Das war offensichtlich kein idealer Abend für Ihre Ankunft. Sie waren sehr freundlich. Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich müde. Vielleicht könnte ich morgen wieder vorbeischauen. Oh, bitte tun Sie das. Wir treffen uns normalerweise abends. Aber Sie können kommen, wann immer Sie es wünschen. Ich sag's Xaver. Meine Karte. Mit der Privatadresse. Willst du Lust haben? Das ist ja schon so ein bisschen Bromance, oder? Danke. Gute Nacht, meine Herren. Gute Nacht, Herr Knight, und schlafen Sie gut. Also noch eins. Ja, ein Bier, Hennemann und dann heim. Ich hoffe, Sie fahren nicht selbst. Kapitel 2. Ich hab dir gesagt, ich tu's, wenn's nicht klappt.
Ich habe immer noch ein paar Monate Zeit, bevor die Meldefrist abgelaufen ist. Nein, das weiß ich noch nicht. Mutter, könntest du bitte deutlicher sprechen? Ich bin keine Verkäuferin. Ich weiß nicht, was du ihnen sagen sollst. Erzähl ihnen doch einfach, dass es hier noch ein bisschen dauern wird. Hör zu, ich bin noch nicht so weit. Ich muss Schluss machen, Mutter. Ich muss aufhören. Ich rufe dich später nochmal an. Ich hab dich auch lieb. Ciao. Entschuldigung. Auch schon in Ordnung. Ich liebe Blake Backlash. Sie nicht auch? Ah ja, es ist nicht schlecht. Er ist so männlich und sieht so gut aus und sexy. Mir ist einfach die Luft weggeblieben, als er seine Partnerin verführt hat. Wie war ihr Name? Fujitsu. Ja, Sie haben recht. Fuji hat er sie genannt. Sie haben das Buch gelesen. Das wären 24,50. Sie ist dahin geschmolzen, nicht wahr? Fuji, meine ich. Solche Männer werden heute nicht mehr gebaut. Könnte man meinen, nicht wahr? Stimmt es, dass diese Buchhandlung dem Autor gehört? Das hat man mir erzählt. Oh, er ist sicher wahnsinnig beschäftigt. Sagen Sie, gibt's vielleicht eine Zeit, zu der ich kommen könnte? Sie wissen schon, wo er vielleicht im Hause ist? Das würde ich nicht, wenn ich Sie wäre. Er ist furchtbar schüchtern. Es ist sein Gesicht. Es gab einen Unfall. Oh, oh Grace, du bist so gemein. Einen Unfall. Oh. Ah. Dankeschön. Gracie, es rührt sich was. Ich habe einen neuen Fall. Schade, dass du nicht hier bist zum Helfen. Aber gerne macht alle Nachforschungen, die ich brauche. Ich weiß, ich habe eine Menge Entscheidungen vor mir, aber dies und das neue Buch müssen warten. Ich habe das Gefühl, dass das sehr wichtig ist. Gerde. Ha. Das glaube ich nicht. Jetzt lässt sie den Laden allein. Ich muss Gabriel sprechen, bitte. Tut mir leid, Herr Knight ist nicht hier. Er ist toll. Sie müssen Grace sein. Ich glaube, wir haben telefoniert. Aha. Wann wird Gabriel zurück sein? Das weiß ich nicht. Er ist schon einige Zeit weg. Vielleicht würden Sie gerne im Schloss bleiben und auf ihn warten. Ich habe ja keine Wahl, oder? Sei mal nicht so unfreundlich. Entschuldigung, ich hab nicht gewusst, dass jemand hier ist. Ich soll an dem Kamin arbeiten. Ja, ist okay. Fangen Sie ruhig an. Hat sie jetzt Deutsch mit ihm gesprochen? Danke, dass Sie mich gewarnt haben, Gerde. Ach, Grace, ich mag dich. Ich mag sie wirklich. Auch wenn sie sehr eifersüchtig ist und dann dumme Sachen macht. Kann ich Ihnen helfen? Was? Nein, nein, danke schön.
Nette Aussicht auf die Alpen. Netter Schrank. Netter Schrank. Grace Nakimura. Ziemlich bequem, auch wenn er drin geschlafen hat. Ritter ahnen, nicht wahr? Wie der Löwe auf dem Talisman des Ritters. Verschlossen. Okay, das geht nicht auf. Nette Aussicht auf die Alpen. König der Tiere. Na, wenn das nicht schon alles sagt. Rittervorfahren nehme ich an. Gerda? Ja? Zickt euch nicht an. Wo ist Gabriel? Ich weiß es nicht genau. Er hat doch sicher was gesagt, als er wegfuhr. Sie waren doch sicher hier, als er mit dem neuen Fall begonnen hat. Ich war hier. Wo ungefähr? War es hier in der Nähe? Soviel ich weiß, war es irgendwo bei München. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, wo er ist. Sie müssen doch irgendwas von dem neuen Fall wissen. Es ist nicht meine Aufgabe, darüber zu reden. Gabriel hat einen Fall von jemandem angenommen. Wirklich? Von wem? Werner Huber. Er hat den Gasthof im Ort. So, wie ist es für Gabriel zu arbeiten? Ist angenehm. Aha. Kommen Sie gut mit ihm aus? Er ist der Erbe der Ritters. Ja, das beantwortet die Frage nicht. Woran arbeiten Sie? Pläne für das Schloss. Oh, was soll denn gemacht werden? Beleuchtung, Telefon, Sanitär, alles neu. Das hätte schon vor Jahren gemacht werden müssen, aber es war kein Geld da. Vieles muss repariert werden. Die Gemäuer sind uralt und baufällig. Das wird viel Arbeit. Gabriel hat also vor, hier einzuziehen? Warum nicht? Es ist jetzt sein Schloss. Ich dachte, er würde es verkaufen. Verkaufen? Das würde er nie tun. Das Schloss gehört den Ritters. Ah, Gracie hat natürlich gedacht, dass er es verkauft und dann wieder zu ihr zurück in die Staaten kommt, damit sie zusammen diesen Buchladen weiterführen können. Gabriel hat in seinem Brief erwähnt, dass er... normalerweise mache ich die Recherchen für ihn. Das ist eher mein Part. Und wenn es da was zu erledigen gibt, würde ich das gerne an mich nehmen. Er hat mich gebeten, ein paar Dinge für ihn abzuklären, aber ich kann diese Arbeit keinem anderen überlassen. Das verstehe ich ja. Aber wenn Gabriel wüsste, dass ich hier bin, verstehen Sie, dass ich da bin, würde er wollen, dass ich es tue. Tut mir leid. Wenn ich von ihm höre, frage ich ihn, was er bevorzugt. Bis dahin muss ich die Arbeit machen, um die ich gebeten worden bin. Da hat sie allerdings recht. Also da, ist halt ihr Job, ne? Ich bin neugierig. Ich meine, ich frage mich, was sollen Sie für Gabriel recherchieren? Irgend paar Sachen. Ein paar Sachen? Was für Sachen? Er hat mich gebeten, die Schattenjägerbibliothek nach Aufzeichnungen über ähnliche Fälle zu durchsuchen. Mhm. Gabriel hat Sie gebeten, ähnliche Fälle zu suchen? Nun, das kann ja nicht so schwer sein. Für Sie, meine ich. So, was war das nochmal für ein neuer Fall? Ich kann über den Fall nicht mit Ihnen reden. Tut mir leid, so ist es.
Warum schauen Sie sich nicht in der Gegend um? Ich bin sicher, Sie finden was zu tun. Danke sehr. Mädels! Gerde, die abgeschlossene Tür in Gabriels Schlafzimmer, wohin führt die? Sie führt in die Schattenjägerbibliothek. Da werden alle Aufzeichnungen der Schattenjäger aufbewahrt? Ja. Warum ist die Tür abgeschlossen? Gabriel lässt keine Handwerker hinein. Oh. Kann ich den Schlüssel haben? Nein, die Bibliothek ist nur für Schattenjäger. Vielen Dank. Bitte sehr. Vielen Dank für gar nichts. Die Musik erinnert mich eher ans Hotel Ubu. Hat Gabriel nicht gesagt, der Schuppen wäre leergeräumt? Gerde war vermutlich mit dem neuen Vermögen ein wenig Shopping. Hat Gabriel... Natürlich muss sie auch ihre Jacke anziehen. Ohne Jackenanzieh-Animation kommen wir hier nicht raus. Das müsste Gabriels Wagen sein. Ich frage mich, wo die Schlüssel sind. Ah. Schloss Ritter. Die Brutstätte von Gabriels Genen. Das müsste Gabriel... Okay. Wir gucken uns aber mal eben an, was sie so im Inventar hat. Mein Notizbuch. Okay. Der Brief von Gabriel, den kennen wir ja schon. Meine Brieftasche. Okay, also müssen wir drinnen nach seinem Autoschlüssel suchen. Meine Hilfe nicht. Er braucht meine Hilfe nicht. Ziemlich bequem, auch wenn er drin geschlafen hat. Haben Sie die Schlüssel zu dem Auto? Das ist Gabriels Auto. Er lässt es nicht einmal mich fahren. Ich wusste, dass Sie das sagen. Vielen Dank. Bitte sehr. Wo könnten denn die Autoschlüssel sein? Ich kann mir die gemütlichen Nächte vorstellen, die vor dem Feuer in diesem Raum verbracht worden sind. Ich kann mir die nette Aussicht auf die Alpen. Er braucht meine Hilfe nicht. Verschlossen. Wieder. Ritter ahnen, nicht wahr? Verschlossen. Ritter. Tja, wo könnte dieser Schlüssel sein? Netter Schrank.
Gabriel nicht gesagt. Jemand eine Idee? Gerde ist ziemlich übel mit diesen Autoschlüsseln. Gerde ist ziemlich übel mit diesen Autoschlüsseln. Schloss Ritter, die Brutstätte von Gabriels Genen. Ach, guck mal, jetzt können wir hier auch zu Fuß weitergehen. Sehr schön. St. Georgskirche. St. Georgskirche. St. Georgskirche. Hallo. Grüß Gott. Es hat keinen Sinn. Er spricht kein Englisch und ich radebreche nur Deutsch. Okay. Die Mutter Gottes. Manchmal kommt der Satz so super verzögert und dann denke ich, sie sagt da nichts zu. Sankt Georg, Schutzheiliger der Schattenjäger. Okay, da ist nichts mehr. Ich frage mich, was für Blumen das sind. Ich frage mich, was für... Okay, du willst sie aber nicht mitnehmen. Oh nein, jetzt gehe ich wieder zurück. Das wollte ich doch gar nicht. Hallo. Hallo, meine Dame. Kann ich Ihnen behilflich sein? Hallo, wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Gut. Ich bin hier auf Urlaub. Und, probieren wir es lieber Hochdeutsch, oder? Ja, ich wollte Bayerisch lernen und dachte, ich wäre gar nicht so schlecht, aber jetzt, wo ich hier bin, ist das ganz anders. Bücher allein sind schlechte Lehrer. Sie schnappen eine Menge auf. Kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Ja, der Dialog ist, glaube ich, auf Englisch und Deutsch ein bisschen besser. Mein Name ist Grace Nakimura. Ich wohne im Schloss Ritter. Und Sie sind? Mein Name ist Ernst Habermas. Willkommen in Rittersberg, Miss Nakamura. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Habermas. Was können Sie mir über Rittersberg erzählen? Rittersberg ist eine sehr alte Stadt. Ihre Mauern wurden 1438 errichtet. Aber unsere Stadt ist mehrere Jahrhunderte älter. Aha. Aha. Gab es schon immer Ritters in Rittersberg? Ja. Martin Ritter errichtete das Schloss 1223. Daraufhin wuchs die Stadt. Ich kann voller Stolz sagen, dass es bis zum heutigen Tag Ritterblut gibt. Was ist das für ein Gebäude? Das ist das Rathaus. Das Rathaus? Aha. Danke. Danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Ah, Rathaus. Ich arbeite im Rathaus. Aber nicht von Rittersberg. Abgeschlossen.
Okay. Es gibt überall ein Postamt. Es ist niemand hier. Du könntest ja klingeln. Grüß Gott. Grüß Gott. Womit kann ich Ihnen dienen? Nicht mit der Post. Was? Nicht mit der Post. Die verliert zu viel. Ja, das kann sein. Nicht mit der Post. Die verliert. Ich kann zwar gut Deutsch, aber ich habe meine Grenzen. Danke. Bitte. Grüß Gott. Grüß Gott. Danke. Bitte. Ja. Ah, das aber sehr urig. Frage mich, wer er ist. Ich möchte hier niemanden stören. Verdammt hübscher Kerl. Frage mich, wer er ist. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Sieht allerdings alt aus. Ja. Guten Tag. Sind Sie Werner Huber? Ja. Sie sind von auswärts, ja? Jetzt haben Sie mich ertappt, glaube ich. Ich bin eine Freundin von Gabriel Knight. Ich wohne im Schloss. Gut. Okay. Sind Sie der Inhaber dieses Gasthofs? Ja. Sehr hübsch. Sie haben hier nur Restaurantbetrieb, oder? Oh, wir haben oben auch Gästezimmer. So? Gibt's in Rittersberg viele Touristen? Nur wenig. Nicht viele Leute kennen den Ort. Ist vielleicht besser so. Fremde kommen gelegentlich. Ausländer kommen selten nach Rittersberg. Ausländer wie Sie? Was sagt er denn? Oh, und guten Abend. Sie sprechen sehr gut Hochdeutsch. Meine Liebe. Ja. Wo haben Sie das gelernt? Wolfgang hat es uns beigebracht. Er sagte immer, man braucht's. Wirklich? Wieso? Das ist eine gute Frage. Allerdings. Ich habe Gabriels Großonkel nie kennengelernt. Wie war er so? Oh, er war ein wahrer Schattenjäger. Wie in der alten Zeit. Er kannte sich aus. Was für Dinge wusste er? So Zeug. Er hatte, wie heißt das doch, das Gesicht. Er war der Mann, zu dem man ging, wenn man Rat brauchte. Das zweite Gesicht? Es muss hart für Sie alle gewesen sein, als Wolfgang starb. Ah, ja, es war schlimm, ja. Aber keine Überraschung. Gerde wusste es. Für sie war es härter als für uns. Wirklich? Standen Sie und Wolfgang sich so nah? Ja, da lief doch was. Sie sagten, Wolfgang war ein wahrer Schattenjäger. Vielleicht ist Gabriel nicht gerade der, den Sie erwartet haben. Wir werden abwarten. Ja, man kennt die Qualität des Eisens erst, wenn es geschmiedet ist. Hm? Wir werden sehen. Erzählen Sie mir von Rittersberg. Es ist eine kleine Stadt, sehr ruhig. Wir bleiben eigentlich immer unter uns. Sie meinen wegen der Schattenjäger? Ja, die Schattenjäger, klar. Die Schattenjäger gehören zu diesem Ort und der Ort gehört zu ihnen. Aha. Hier glauben wir an die alte Art. Die alte Art, was auch immer das wieder heißen wir soll. Wir erinnern uns an Dinge, die der Rest der Welt vergessen hat. Und das wäre? Das Leben ist der ewige Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Verstehen Sie?
Ich habe wohl erwähnt, dass ich eine Freundin von Gabriel Knight bin. Ja. Also ich bin hier, um bei einem Fall zu helfen, einem Schattenjägerfall. Das ist gut. Wir haben uns telefonisch nicht erreicht. Als ich herkam, war er bereits weg. Aber Gerde sagte, dass er für Sie an einem Fall arbeitet. Nein, nein, nein. Nicht für mich. Für mein Vetter, Sepp. Es gibt viel Verwandtschaft hier. Wohnt Sepp in der Stadt? Nein, er und seine Frau sind nach Norden gezogen. Er lebt eh nicht in Rittersberg. Oh. Naja, vielleicht können Sie mir dann helfen. Aber wie? So, Moment, ich musste mal eben nachschlagen, von wann Gabriel Knight ist. Wie kann ich Gabriel finden? Gerde ist nicht sicher, wo Gabriel genau ist, aber Sie wissen doch, wo er ist, nicht wahr? Es steht mir nicht zu sagen, wo sich der Schattenjäger aufhält. Es kann gefährlich sein, verstehen Sie? Ja, das verstehe ich und ich respektiere Ihre Vorsicht. Aber wir haben zusammen am letzten Fall gearbeitet und Sie würden ihm einen Gefallen tun. Wenn er Ihre Hilfe braucht, kann er Sie am Schloss erreichen und Ihnen mitteilen, wo er sich aufhält. Wie er einfach niemand sagen will, wo er ist. Wissen Sie, wie lange Gabriel weg sein wird? Wenn er ein guter Schattenjäger ist, wird er nicht zurückkommen, bis getan ist, was getan werden muss. Wenn nicht, wer kann das sagen? Vielleicht kommt er überhaupt nicht zurück. Was muss getan werden? Können Sie mir sagen, woran Gabriel arbeitet? Nun. Es muss ja nicht so genau sein, nur allgemein. Bei unserem letzten Fall hatten wir es mit Voodoo zu tun. Ich hatte nur gedacht, wenn ich wüsste, woran er arbeitet, könnte ich Recherchen für ihn anstellen. Also. Er ist so schnell abgehauen. Ich glaube nicht, dass er die Zeit hatte, sich vorzubereiten. Das Archiv der Schattenjäger könnte hilfreich sein. Das heißt, wenn ich weiß, wonach ich suchen muss. Ja, das ist wahr. Aus der Vergangenheit der Schattenjäger ist sehr viel zu lernen. Genau. Gabriel ist noch nicht lange dabei und Wolfgang kann ihm keinen Rat mehr geben. Deswegen braucht er natürlich Grace. In Ordnung, ja. Ich werde Ihnen sagen, wonach Sie suchen sollten. Ja? Werwolf. Da-da. Werwolf? Werwolf. Gabriels neuer Fall hat mit Werwölfen zu tun? Ah, Sie glauben nicht an solche Dinge. Ich weiß nicht, es ist etwas ungewohnt. Wenn Sie dem Schattenjäger wirklich eine Hilfe sein wollen, sollten Sie schon daran glauben, an das Ungewohnte. Wenn nicht... Wundert mich allerdings, dass sie nicht dran glaubt, wenn man bedenkt, was ihnen das letzte Mal alles passiert ist. Also gut, ein Werwolf. Was wissen Sie über die? Über Werwölfe, meine ich. Etwas. Es ist nicht das erste Mal, dass man in Rittersberg das Werk eines Werwolfs sehen kann. Oder einen Werwolf selbst. Wirklich? Nicht während meines Lebens, verstehen Sie. Aber es ist mir erzählt worden, als ich ein Junge war. Einer wurde in die Stadt gebracht. Er hatte viele getötet und der Schattenjäger fing ihn. Der Prozess war damals hier. Wann war das? Im 18. Jahrhundert, glaube ich. Irgendwann zu der Zeit. Danke. Bitte. Ich möchte hier niemanden stören. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Mal gucken, ob Gerde uns in die Bibliothek lässt. Wahrscheinlich nicht. Ich habe ihr im Moment nichts zu sagen. Ja, ist ja normal, aber... Das meiste hat sie ja gar nicht erfahren, sondern nur Gabriel. Deswegen ist es okay. Er braucht meine Hilfe nicht.
Verschlossen. Netter Schrank. Also, sie will nicht mit uns reden. Wir können nicht mit dem Auto fahren. Wir kommen nicht in die Bibliothek. Das ist ja alles nicht so schön. Es hat keinen Sinn. Er spricht. Ich möchte sie nicht stören. Warum will sie denn niemanden stören? Ja, dann können wir hier nochmal mit dem Mann reden und dann bin ich schon wieder überfragt. Hallo nochmal. Brauchen Sie noch etwas? Ja, erzählen Sie mir was über... Oh Gott. Prozessakten, ich habe Prosebakten gelesen. Werden hier die alten Stadtaufzeichnungen aufbewahrt? Prozessakten? Ja, wir haben Akten, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Gut. Werner Huber hat mir von einem Prozess erzählt, bei dem es um einen Werwolf ging. Ich würde gern mehr darüber erfahren. In welchem Jahr? So im 18. Jahrhundert. Ach, tut mir leid, aber da bräuchte ich eine genauere Zeitangabe. Wir haben sehr viele Akten. Ja, natürlich. Danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Ich habe Herrn Huber im Moment nichts zu sagen. Ich möchte hier niemanden stören. Ich habe keine Ahnung. Frage mich, wer er ist. Tja. Es hat keinen Sinn. Ich habe ihr im Moment nichts zu sagen. Was können wir jetzt noch machen? Wir haben übrigens tatsächlich ein Aufgabenbuch. Wenn Hubu oder Huber sagt, dass es in Rittersburg einen Werwolfsprozess gegeben hat, Werner Huber. Er vermutet, dass dieser Prozess irgendwann im 18. Jahrhundert stattgefunden hat. Ich denke, dass ich mir das genauer ansehen sollte. Ja, pff. Ja, danke. Soweit war ich auch schon. Oh nein, ich habe wieder die Filme geöffnet. Thank you.
Der Einzige, mit dem wir jetzt nochmal reden könnten, wäre oben der Hand... Okay. Was haben wir dem jetzt geklaut? Ein Schraubenzieher. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. In dem Mörser ist ein Loch, wo einmal ein Stein gewesen ist. Okay, können wir da reinpieksen? Ich wusste noch, dass der Schrank eine Geheimtür ist, aber ich wusste nicht mehr, was wir tun müssen, damit sie aufgeht. Jemand hat diesen Geheimgang benutzt. Aber wer und wann? Lass mich raten. Gerdes Schlafzimmer. Was für eine Überraschung. Ach ja, sie hat aber ein hübsches Zimmer. Das dürfte Wolfgang sein. Wahrscheinlich, damit man sich an ihn erinnert. Ist er nicht verwerflich? Ich glaube nämlich immer noch, dass da was lief, denn sie wollte Gabriel ja nicht erzählen, was für eine Beziehung sie zu Wolfgang gestanden hat. Das hatten wir doch schon. Das dürfte Wolfgang. Ich dachte, wir könnten auf dem Tisch irgendwie noch mehr machen. Na gut. Ich kann da nicht raus. Ich möchte nicht, dass Gerde weiß, dass ich hier drin bin. Na gut, dann geh wieder. Okay. Gerdes Kleider. Ist sie nicht einfach süß? Da kommen wir her, dann gehen wir runter.
sind wir denn jetzt gelandet? Der geheime Garten. Praktisch. Wenn der Herr des Hauses sich auf die Socken macht, um amoröse Abenteuer zu bestehen, kann er noch schnell eine Handvoll Blumen pflücken. Wie gehässig du bist! Aber vielleicht mag ich genau das an dir. So, was haben wir hier noch? Das Schloss sieht von hier ja riesig aus. Mehr zu renovieren, als ich dachte. Das Schloss. Ein Notausgang. Braucht vermutlich jeder, der sich mit den Heeren der Finsternis herumschlägt. Ich bin wahrscheinlich schneller, wenn ich den Weg nehme, auf dem ich gekommen bin. Okay. Okay, dann gucken wir mal, ob der Schlüssel hier reinpasst. Er heißt Bibliotheksschlüssel, also wahrscheinlich ja. Ja, was für ein schöner Cut. Hier machen wir nämlich Schluss für heute. Und beim nächsten Mal untersuchen wir die Bibliothek. Und dann klappt hoffentlich auch das Internet besser. Wobei es jetzt die letzte Zeit wieder okay war. Aber ich bin sehr gespannt, was wir Bibliothek, was wir hier herausfinden werden. Euch auf jeden Fall wie immer vielen lieben Dank fürs Zusehen. Macht euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns spätestens am Dienstag wieder. Vielleicht streame ich am Wochenende noch mal ein bisschen. Mal gucken. Aber auf jeden Fall am Dienstag. Bis dahin.